Hallo ihr Lieben, wieder aus dem Garten, gerade ohne Stativ, wird vielleicht ein bisschen wackelig, bin nicht ganz so gut bei Kräften, aber wie ihr sehen könnt, ich strahle und es gibt so viel zu zeigen. So eine Knallerfolge, ihr müsst unbedingt dranbleiben. So ihr Lieben, ich habe ja hier die Gewächshausmöglichkeit bei einem Koloniennachbarn im Schrebergarten. Oh, da ist was dazugekommen von ihm, sehr cool. Na, wieso geht das nicht auf? Wir haben ja auch schon leckere, was haben wir da, 19,5 Grad? Ja, 19,5. So, und, also die grünen Schüsselchen gehören nicht zu mir, das gehört zu mir. Da habe ich Salat, Radieschen, Meerkohl, Spinat und Pflücksalat gelb. Und können sehen, Keimrate nach hinten weg, sehr bescheiden. Ja, und ansonsten wächst hier alles ganz fleißig. Hier könnt ihr das mal erkennen. Ich habe auch das Problem gehabt, dass mir was schimmelt. Ist mir auch übrigens hier beim Koriander passiert. Die anderen habe ich in meinen Garten gerettet. Die stehen da auch überdacht und so weiter. Falls ihr solche Töpfe benutzt, ist nachhaltig, ist geil. Ich werde es auch wahrscheinlich wieder machen. Aber wenn es mal zu feucht wird vom Gießen oder so und das zu feucht ist, dann kriegen die hier, ne? Also bei mir gibt es ja ungeschönte Bilder. Ich zeige euch immer wirklich, was passiert. Da unten kann man es auch sehen an dem Topf. Gibt sogar schwarz und so. Das ist alles nicht so toll. Die kriegen immer bei mir super schnell neue Töpfe. Ich habe leider ein einziges Mal viel zu viel gegossen hier und das hat sich voll umgeschlagen, dass ich auch schon wieder einen Pott da. Doch, das ist nicht gesund. Ne? Das soll ja alles gesund bleiben hier, was in meinem Garten soll. Ja, Radieschen und so weiter. Hier stand auch Kohlrabi Delikatesse Blau. Mittlerweile, glaube ich, ist das eher der Grünkohl. Einfach mal so eine These, vielleicht habt ihr eine Idee. Dann haben wir die Neckarperle, Blumenkohl und so weiter. Und hier habe ich auch die ersten Tomatenpflänzchen. Ich habe die ein bisschen markiert hier. Die sind oben rot und die sind oben gar nichts. Das sind hier sechs Experimente. Hier, das ist immer eine von einer bestimmten Sorte. Ihr könnt das ja lesen. Schokotomate Jenny Prince, Vintage Wine Black Cherry, Cherokee Purple und die Ukrainian Purple. Und das sind Pflanzen, die eigentlich von der Temperatur her hier noch gar nicht so her sollten. Aber, wie man sieht, Versuch macht klug und es funktioniert. Wir hatten minus 3 Grad auch vor ein paar Tagen und die Pflänzchen haben einfach alles überstanden. Also draußen minus 3 Grad. Oh, seine Tomaten hat er auch pikiert, sehe ich. Das ist nicht meins. Ja, also die roten markierten sind auf jeden Fall Freilandtomaten bei mir, auch für die Zukunft. Das könnt ihr euch schon mal merken. Gelb habe ich ganz besonders markiert. Das ist das gelbe Birnchen. Es gibt tolle Tomatensorten. Das ist echt wunderbar. Oh Mann, ist es auch warm hier drin. Ich habe auch eine dicke Jacke an. Also, dieses gelbe Birnchen, das ist so, so toll. Das ist eine russische Tomate, die kann bis 4 Grad ab. Und bis in den Herbst rein trägt das Ding auf jeden Fall ordentlich Tomaten oder soll es ordentlich Tomaten tragen. Deswegen, ja, ich habe hier halt eine bunte Mischung aus allem Möglichen. Und hier hinten könnt ihr sehen, ein paar Tomatenpflänzchen, die sind schon richtig schön am Großwerden. Ui, jetzt habe ich hier fast einen umgeschmissen. Also die meisten Töpfe sehen gut aus. Ich habe jetzt hier heute zwei entdeckt, die ich austauschen muss. Den da und dann habe ich das auch gerettet. Zum Töpfegießen, mein Tipp an euch. Also ich habe jetzt natürlich Erfahrung gesammelt zum Anbauen. Ganz, ganz wichtig. Es ist nicht zu spät. Also ihr könnt übrigens nur anfangen. Es ist alles gut. Wir sind Anfang April. Ihr könnt den ganzen Kram starten. Diese ganze Panik, die überall ausgestrahlt wird. Lasst euch davon nicht abhalten. Es wird ja immer irgendwie das optimale Ergebnis gejagt. Dabei, wenn man einen kleinen Schritt zurückgeht und genügsamer wird, wird man total glücklich mit dem, was man hat. Auch wenn man jetzt anfängt. Und also du da draußen, wenn du mir gerade zuschaust und überlegst, scheiße, soll ich nicht? Mach. Ausprobieren, Erfahrung sammeln. Vielleicht haben wir wieder so ein geiles Jahr. Also für mich ist das letztes Jahr ein geiles Jahr gewesen, auf jeden Fall. Auch wenn viel Kummer natürlich mitkam wegen Dürre und so weiter. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir wieder so ein Jahr und die Dinger gehen durch die Decke quasi. Hat also Vor- und Nachteile, Krankheitsresistenzen. Ganz klar, wenn man später macht, wird es ein bisschen, sind die Pflanzen einen kleinen Ticken anfälliger. Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, das ist Meckern und ja, versuchen auf hohem Niveau irgendwas ja, zu optimieren, sag ich mal. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich weiß das nicht, gerade nicht anders auszudrücken. Ja, also ihr könnt anfangen. Und was ich zu diesen Töpfen noch sagen wollte, was super, super wichtig ist, wie gesagt, Pappe,
Davon habe ich 20 Stück immer für 1 € gekriegt. Wer da Interesse hat zu wissen, woher das kommt, fragt in den Kommentaren. Ich werde das beantworten. Ich will jetzt hier keine Werbung übers Video machen. Da kann ich das ja frei beantworten. Und wer da eine Frage auf die Antwort, nee, eine Antwort auf die Frage haben möchte, der schaut einfach in die Kommentare und stellt ansonsten die Frage selber. Da habe ich auf jeden Fall Tipps für euch, wie ihr für 1 € an 20 Töpfe kommt. Und ich habe sogar, also wenn man die ordentlich behandelt, dann kann man die auch immer wieder benutzen. Ob das dabei bleibt bei mir, ich möchte es ganz gerne. Ich sehe aber bei bestimmten Plastiksachen doch schon einen nachhaltigen Wert bei der Geschichte, weil ja, man kauft es und hat lange gut von bei bestimmten Sachen. Das macht schon Sinn, auch wenn ich Plastik nicht mache, muss ich sagen, ich habe diese Verhältnismäßigkeit geprüft und rate euch ausprobieren, machen. Und ich habe voll den Faden verloren. Ach genau, es ging um Nachhaltigkeit, Töpfe und so weiter. Da, jetzt habe ich sie wieder gefangen. Ja, und wenn man Töpfe kauft und so, das ist ja schon was anderes. Und wer keinen Bock auf Schimmelgefahr hat und ein bisschen mehr Aufwand, das ist auf jeden Fall mehr Aufwand, habe ich das Gefühl, weil ich alle Pflanzen von oben besprühe. Und Mann, die sehen ja toll aus, ihre Dieschen. Cool. Ich habe übrigens auch ganz viel im Beet, habe ich ja schon angekündigt. Das kriegt ihr auch gleich noch alles sehen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gezahlt. Hier, mit so einem Sprühding, guck mal, kann ich gar nicht zeigen. Also man kann Druck einstellen, vorne die Düse, das habe ich mir besorgt. Bin da hammerzufrieden mit. Erst war ich ein bisschen skeptisch, das hast du ja geholt, ist nicht so toll in der Praxis. Jetzt kommt hier ein Zug vorbei. Aber ich bin zufrieden und dann habe ich noch eine Sprühflasche. Zum Substrat, ich mache super gute Erfahrungen. Ihr könnt das hier sehen. Ich habe verschiedene Substrate benutzt, um auch die Unterschiede zu sehen. Mittlerweile mache ich sie alle gleich. Die sehen so ungefähr aus wie hier. Hier könnt ihr mehr dunkel sehen. Also ich habe Kokosnusserde? Nee, Kokoserde. Ach, ihr wisst, diese, ne, Klötze, die man Wasser rein, 7-8-fache Menge an Volumen als vorher. Und hier seht ihr, das ist das ein bisschen dunkler. Da auch. Und guck mal, wie es den Pflänzchen geht. Das ist schon echt geil. Und also die hier sind eigentlich später reingekommen als die. Aber wie gesagt, das könnte auch Grünkohl sein. Egal, da will ich mich jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Meine positivste Erfahrung bisher ist Kokoserde gemixt mit Holzkohle, Aktivkohle. Wenn ihr da selber was besorgt und benutzen wollt, empfehle ich euch, besorgt was, wo effektive Mikroorganismen schon drin sind. Da sind dann auch meistens noch ein paar andere Sachen. Das ist gut, aber übertreibt das nicht mit Nährstoffen. Die wollen möglichst mager aufwachsen. Wenn man denen jetzt das Leben ein bisschen schwerer macht, dann wird das eine richtig schöne, stabile, tolle Ups, Pflanze. Übrigens hier noch viel mehr, ne? Boah, geil, die haben richtig einen Schub hier gekriegt. Das sind so schöne Farben. Auch hier so ein Apparat. Ob das hier alles nachher hinhaut und funktioniert im Garten, ist noch eine andere Geschichte. Aber ist doch cool, was da kommt. Oh, die Petersilie kommt. Der schön. Und Genovese und ja. Ja, die Koriandertöpfe waren echt ein Problem. Aber das ist alles rettbar. Ich habe übrigens beim Substrat, wie gesagt, ab und zu mache ich mal effektive Mikroorganismen mit ins Wasser. Ja. Und diese effektiven Mikroorganismen, übrigens, wenn ihr irgendwo in Bioladen geht oder so, kosten die Dinger wahrscheinlich 30 €. Es gibt super viele Seiten, die richtig, da wirst du geldlos. Wer da Interesse hat, genauso der Weg über die Kommentare, kann ich euch einen Tipp geben, wo ihr Sachen günstiger kriegt. Das sind nämlich keine Gierlappen, sondern da kriegst du effektive Mikroorganismen, 1 Liter, 3 € plus Versand. Und das holst du eigentlich einmal, weil das kannst du vermehren. Das werde ich euch auch noch zeigen. Habe ich alles vor. Oh, die Sonne. Guck mal. Oh, schön. Eigentlich war heute Regenwetter angesagt. Deswegen, ich bin total freudig und voller Aufbruch. Also da unten, das sind ja auch noch meine Pflanzen. Die habe ich so ein bisschen aussortiert. Aber selbst da kommen die noch. Ich werde jetzt auch gleich gießen. Wo kam der denn her? Hab mich fast verschluckt beim Reden. Jetzt ist alles trocken, ne? Klar. Also gestern, ich gehe hier einmal am Tag hin und gieße und rede mit meinen Pflanzen. Liebe ist immer gut, das habe ich von meiner Mutter gelernt. Mutti, wenn du das siehst, und ich glaube, das tust du, von dir habe ich definitiv einen grünen Daumen. Vater von dir auch, aber Mutter ist nochmal eine ganz andere Spur. Ne? Die hat innige Beziehung zu ihren Pflanzen. Vielleicht darf ich ja mal. Vielleicht schiebe ich jetzt sogar ein Bild ein. Ich weiß nicht, ob ich so schnell was rankriege. Ich versuche es auf jeden Fall. Die zieht Orchideen an. Das ist unglaublich. Also die hat ein Händchen für Orchideen. Also generell, ne? Überall grüner Daumen. Aber das ist echt, also das habe ich vorher einfach
erst bei einer Person irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob die das selber gemacht hat. Also, was da an Pflanzen rumkommt. Mutti, vielen Dank, hast du gut vererbt. Vater, vielen Dank, hast du auch gut geerbt. Also, die Kombination ist super. Ja. Kann ich noch was erzählen zum Anziehen? Holt euch Töpfe, entscheidet euch für Plastik oder Pappe. Legt einfach los, es ist gar nichts zu spät, ihr könnt jetzt anfangen. Ach so, zum Zeitpunkt des Anfangs werde ich, und so viel Erfahrung habe ich jetzt gesammelt, dass ich definitiv nächstes Jahr nicht wieder so früh anfange. Das hat einfach super viele Nachteile. Meine Fensterbank ist voll, ich acker mich immer durch, letztendlich die ganzen Pflanzen auf Reihe zu kriegen. Ich habe zu Hause noch über 100 Tomatenpflanzen. Da kommt noch mehr zu, gleich an Bildern, oder vielleicht habe ich es auch schon gezeigt. Aber ich werde nicht mehr vor März anfangen und im März auch nicht gleich am Anfang, außer ich habe unbedingt Bock drauf, irgendwie mit irgendwas schon anzufangen. Aber es ist völlig ausreichend, wenn man im Laufe des März anfängt und wenn man spät dran ist, kann man auch jetzt noch anfangen. Es ist alles gut, diese ganze Panikmache. Soll jeder für sich selber entscheiden, gar keine Frage hier mit LED-Panel und so, ne? Ich will da gar keinem reinreden. Aber wenn euch meine Meinung interessiert in dieser Hinsicht, fangt im März an. Vorher braucht ihr gar nichts machen. Es gibt so ein, zwei Pflanzen. Ich glaube, bei Chili Paprika, da gibt es so, oder nur Chili, da ist das schon sinnvoll, das früher zu machen. Die wachsen super, super langsam. Und das soll irgendwie gut für die sein. Da kann ich euch den, oh, wie heißt der denn noch? Marcel von der Gartenoase bei oder in Köln oder so empfehlen. Der macht ganz tolle Videos mit dem Sascha oder umgekehrt vielmehr. Und Marcel ist für mich total dufte, cooler Typ. Und da kommt mega viel cooles Fachwissen und natürlich super viel Erfahrung rum. Sowas sauge ich immer alles auf. Aber es gibt halt viele Möglichkeiten. Der Horizont ist weit und nicht nur eine Sache funktioniert. Und ich versuche jetzt den Weg, der gemütlich ist, der sich gut anfühlt, der sich natürlich anfühlt. Und so werde ich das weiter verfolgen. Auf jeden Fall, das meiste, was ich für mich nehme, macht der Marcel. Das hat er in tollen Videos mit dem Sascha alles erklärt. Sind ja auch mal alle Sorten so durchgegangen, die so gängig sind. Und wann man wie irgendwas. Mann, die sehen echt toll aus hier, die Tomaten von ihm. Da bin ich ja mal echt begeistert. Übrigens, außer Termin war, ich habe nach dem Mond ausgesät hier die Tomatengeschichtchen. Tomaten geht ja bis da, glaube ich. Ja, das sind alles die Tomaten, die ich hier habe. Über 100 sind noch zu Hause. Und der größte Teil geht auch weg. Ich teile ganz viel. Ich habe eigentlich schon hier aus dem Bereich Tschüss gesagt. Aber kleiner Nachschlag, das habe ich gerade vergessen, ist mir aufgefallen beim Sprühen. Ups, das ging schief. Jetzt vergesse ich das schon fast. Und zwar, oben auf der Erde bildet sich ja ganz gerne Schimmel bei bestimmten Sachen. Oder das wird so ein bisschen grünlich und schimmelig und wie auch immer. Wenn ihr das kennt mit effektiven Mikroorganismen, lief das bei mir super gut. Ich hatte anfangs mal ohne und mitprobiert und habe einen Unterschied feststellen können. Also oben, was man so kennt, wo sich mal Schimmel bildet oder so, das kämpft gegen an. Super geil. Also das effektive Mikroorganismen haben so viele Einsatzmöglichkeiten und in dem Bereich gegen Schimmel kann ich euch garantieren, funktioniert. Auf jeden Fall mit meiner Substratmischung und meinen Gegebenheiten. Das, was ich euch alles erklärt habe. So, so viel zum Nachsatz. Ich gieße mal weiter. Mehr mache ich nicht zu Hause mit den Tomaten. So behandle ich das und alle Zuschauer aus Husum und so, ne? Da gibt es ja noch 15 Leute, die warten, die von mir Tomaten noch haben sollen. Und hier könnt ihr sehen, wie ich sie gieße. Jetzt lässt der Druck nach. Guckt, ihr könnt das sehen, so ein bisschen feucht da. Und so ist völlig ausreichend. Es trocknet sich ein bisschen durch. Ich habe auch unregelmäßig gegossen die letzten Tage, muss ich sagen, weil bei mir einfach, oh, da hat sich wohl ein Kohlrabi angeschlichen oder so. So, ich muss hier pumpen, das funktioniert jetzt so nicht mehr. Ich mache alleine weiter. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Gut, ihr Lieben, ich bin im Garten. Ich habe gesagt, Knallerfolge. Es gibt einiges zu sehen. Ich werde einiges zeigen. Ich bin total aufgedreht, voller Energie. Das lebe ich jetzt auch aus, weil ich hatte ein paar Tage eine Kreativblockade, könnte ich mal sagen, weil ich einfach privat gerade echt viel im Ohren hatte. Ganz schwierige Phase die letzten Wochen. Und dann kann man einfach, sowas funktioniert hier nicht gut. Ihr habt mich auch mehr hinter der Kamera gesehen. Das hat ja darauf Auswirkungen. Im Garten ist mega viel passiert. Die Dinge wachsen, andere ausgesät. Ich habe immer mal was angekündigt. Es ist echt der Knaller. Ich versuche das Wort Knaller jetzt mal zu vermeiden. Ich bin einfach nur super euphorisch. Wer mich kennt, weiß, ich kann nicht anders. Ich bin hier nicht auf Effekthascherei raus. Ja.
Ich möchte einfach mal anfangen. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt auch einen Gartenrundgang einbauen, klein. Ich werde mich beeilen, weil es ist definitiv eine andere Folge. Es wartet aber auch bei diesem Gartenrundgang was noch was ganz Besonderes, und zwar etwas, bei dem ihr da draußen mitwirken könnt. Da dürft ihr auf jeden Fall fleißig Kommentare schreiben, wenn ihr da Ideen zu habt. Aber mehr verrate ich nicht, das kommt dann gleich. So, ich zeige euch erstmal die ganzen Veränderungen. Ich bin total überrascht. Ne? Die Sonne scheint und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich heute dieses Video anfangen kann. Ich bin hammerhappy. Was ist zu mir gekommen? Guck mal. Zap. Ich habe die Pferdeäppel geholt von der Koppel nebenan. Das war noch deutlich mehr. Der Rest, also das waren schon, ich weiß gar nicht, 7, 8 Schubkarren voll. Bin sehr glücklich. Da gibt es auch genug, was schon kompostiert ist und so weiter. Und der Rest rottet durch. Also das ist schon sehr interessant. Ich habe ein bisschen was hier ins Kiholbeet eingearbeitet. Dann, ja, da vorne liegt ein bisschen was drin. Hier möchte ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen. Noch weiter zu zu meinem Kartoffelacker. Es gibt eine Anbaumethode von den Waldgeistern. Da oben sind sie. Wer sie noch nicht kennt mittlerweile über meinen Kanal. Ja, die haben eine Anbaumethode. Ich habe die jetzt nicht eins zu eins kopiert. Ich habe es ein bisschen anders noch gemacht. Ich habe die Pappe weggelassen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Dies hier sind so circa Anbaufläche zwischen 15 und 18 Quadratmetern. Ja, das ist ja alles ein bisschen Bad Signal. Oh, das ist ja fast so eine Taube, wenn man sich das so wegdenkt, hier so Flügel. Ja, ich habe wieder Kopfkino oder einen Adler. Hier war auch das Herz. Also egal, worauf ich hinaus. 15 bis 18 Quadratmeter Kartoffelacker. Ich habe hier 68 Kartoffeln drin. In gleicher Größe hat der Daniel mit seiner Truppe von den Waldgeistern. Ich weiß nicht, ob er diese eng gepflanzt hat. Wie eng er die gepflanzt hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber er hat aus der gleichen Größe, ja, zwischen 80 und 100 hat er großzügig geschätzt, aber eigentlich über 100 Kilo Kartoffeln rausgeholt auf dieser Fläche. Und ich habe ja über im Garten Quecke, und die Quecke darunter ist bei denen weg. Das wird richtig geiler Humusboden. Das werde ich jetzt ausprobieren, mal gucken, was dabei rumkommt. So, Labarababa, es geht weiter. Gut, was kann ich euch denn noch zeigen? Knoblauch und so, damit lasse ich euch jetzt in Ruhe. Aber gartenrundgangmäßig ist da schon was gekommen. Ach Mann, ich zeige euch das mal. Guck mal. Also hier Radieschen 1 Zapfen reingekommen. Oh, ich hänge hier fest. Aber ich ziehe das jetzt durch. Hier, das sind schon Radieschen 1 Zapfen. Die kommen hier rein. Dann habe ich hier Schwarzwurzeln drin und Passinaken. Ist da irgendwo was zu sehen? Ich sehe nichts. Doch da. Krass, da kommt was. Da. Ja, und dann habe ich hier neben. In dem Abteil, so kuchenmäßig, habe ich Karotten drin. Dann habe ich dann den Spinat, der kommt auch schon durch. Die anderen Knoblauchsachen wachsen. Guck mal, wie schnell der gekommen ist. Hat total aufgeholt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt unter der Erde, wenn ich dann irgendwann ernte. Was wächst da denn bitte schön? Oh, Wind. Müssen wir ein bisschen mit leben. Hab sowieso Glück, dass gerade so wenig Wind ist. Was ist das denn hier? Hat einer eine Ahnung, was da kommt? Hat sich irgendwas wild ausgesät. Ja, und die kommen alle. Feldsalat lebt noch, aber das wird irgendwie nicht größer. Keine Ahnung, was sich da dann tut. Und ja, ansonsten gibt es hier nichts Neues. Bisschen Salat drin, der hat schlapp gemacht. Mal gucken, ob da neue Blättchen kommen. Blätter kommen hier. Da kommt auf jeden Fall was Neues. Und da drüben dann auch. Ja, Knoblauch hier kommt, will ich euch nicht zeigen. Hier habe ich Rhabarber drin. Und dann gibt es hier noch ein paar Pflänzchen. Kohlrabi, Blumenkohl. Ich musste ein paar Pflanzen retten, die einfach weg mussten. Und das war einfach ein Versuch, ein Schritt nach vorne. Was ist da? Das ist doch Unkraut. Was will der denn hier? Egal, darum geht es jetzt nicht. So, ja, und da noch ein paar Mangold, also ein bisschen was am Wachsen, kriegt gleich auch nochmal Wasser. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das gezeigt habe. Ich bin ein bisschen raus. Hier habe ich ein bisschen was gemacht. Hier. Das kennt ihr ja, da sind auch schon ein paar Pferdeäpfel gelandet. Und habe ich euch das schon gezeigt gehabt? Ich bin ein bisschen raus. Ich glaube schon im letzten Gartenrundgang, was ich hier dann weiter vorhabe.
Nee, wie war das noch? Ich glaube, ich habe ein Video gedreht, was ich nicht online gekriegt habe. Das war irgendwie fehlerhaft. 13 Minuten. Also, ich habe auf jeden Fall vor, das hier zu verlängern, dass das so ein Übergang wird zu diesem Hochbeet. Hier wird auch in naher Zukunft mehr passieren, weil ich natürlich Sachen in die Erde kriegen möchte. Also, der Bereich hier, den werde ich auf jeden Fall noch fertigstellen. Vielleicht auch, ja. Ach, egal, da will ich gar nichts weiter zu sagen. Auf dieser Seite, zup, hier wird ein Gang drin sein. Und hier auch rüber, wie ich das noch gestalte, lasst euch überraschen. Hier ist dann noch so ein schöner Weg durch, den habe ich schon so gestaltet, dass das nachher alles passt. Und ja, so viel von hier. Jetzt, ne? Ich habe gesagt, Knallerrunde. Und ja, ich habe einfach so viel im Kopf. Gucken wir doch mal auf den Zettel. Was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Da ganz viel. Das ist mein Skript quasi, was ich jetzt alles irgendwie in diese Folge kriegen möchte. Ich muss mir angewöhnen, das öfter zu machen und ein bisschen koordinierter, weil mein Kopf, der explodiert. Ja, oh, guck mal, ich liebe sie. Ach, Gänseblümchen. Was? Biene? Das ist keine Biene, das ist ein Gänseblümchen. Du bist auch so eine Zaunbiene, bist du. So, das ist der Mensch, der mich am meisten von meinem Tun hier ablenkt. Der sagt immer, Tee trinken kommen und sabbeln und hat immer gute Ratschläge. Und nachher sagt er dann irgendwie, oh nee, du machst das toll, du hast tolle Ideen. Also sehr witzig, der Thomas. Was wollte ich? Guckt euch das an. Einmal von dieser Seite. Kiholbeet, wie gesagt. Das, ne, ihr kennt das alles. Und hier in der Mitte habe ich so einen kleinen Schandfleck. Ja? Und diesen Schandfleck. Sagen wir mal, ein To-Do, etwas, wo ich noch keinen Plan für habe, beziehungsweise eigentlich schon, und das mache ich jetzt. Ein wüstes Beet, darunter ist noch Totholz. Wer nicht weiß, was da vorher war, ich werde euch die Folge mal oben rechts einblenden. Guckt da einfach mal rein. Vielleicht soll da wieder sowas rein, wie auch immer. Die Sache ist die. Es wird so sein, dass ihr da draußen jetzt die Möglichkeit habt, in meinem Garten, und das hat es vorher so noch nicht gegeben, auf jeden Fall das, was ich in meinem Kopf habe für die Zukunft, dieses Beet wird euer Zuschauerbeet. Und ihr könnt ganz aktiv mitwirken. Ja, ihr habt keine Arbeit, aber ihr könnt über die Kommentare mir mal mitteilen, was ihr denkt, was ich da reintun soll. Und ich werde der Masse folgen und natürlich auch das, was praktikabel ist, aber ihr könnt reinhauen, was ich hier hinbauen soll. Soll das was Ähnliches sein, was Gleiches? Soll das was Höheres sein? Soll das noch ein Grassodenbeet sein? Soll das noch ein Kiholbeet? Nee, Kiholbeet funktioniert nicht. Aber irgendwas mit Stein sein, obwohl da ist der Aufwand so groß, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Ich will ja auch was anbauen. Also lasst uns da kommunizieren, macht da mit. Unten in den Kommentaren habe ich auch gleich geschrieben, wo ihr euch da beteiligen könnt. Ansonsten nehme ich auch jeden extra Kommentar sehr gerne an. Ja, das ist das. Also ihr könnt mitwirken. Zeige ich euch das nochmal. Hier liegt das da drauf. Wie wäre es mal so als Beispiel? Hier waren vorher drin Erdbeeren, Knoblauch. Wie wäre es denn diesmal mit Umackern und Freilandtomaten? Und nochmal von dieser Seite. Ja, ihr könnt das sehen. Wir können das ganze Ding übrigens auch größer machen, ne? Ich habe ja hier vorne, also ich möchte schon für die kleinen Lebewesen schon überall Nischen haben. Das habe ich ja hier mit den, also nicht mit den Erdbeeren. Ich habe übrigens Erdbeeren gekriegt. Danke, Uschi, falls du das siehst. Die Obfrau bei uns hat mir 5 Tomatenpflänzchen. Blödsinn, Erdbeerpflanzen zukommen lassen. Ich habe ja auch noch ganz tolle Sachen bei mir, das ne, Saatgutgeschichtchen. Unbedingt dranbleiben. Ich sag's ja, da kommt noch einiges. Und wer es verpasst hat, Verlosung. Heute gibt es eine Verlosung. Ja, also ihr könnt euch ganz, ganz, ganz doll auf etwas freuen. Ihr habt die Möglichkeit, was bei mir zu gewinnen. Ich möchte was zurückgeben. Tausendste Folge, es passiert einfach was. Also hier haben wir, ich kann hier mit Totholz arbeiten. Totholz kann ich ohne Ende ranbringen. Das wäre mir auch am liebsten. Das wäre mir auch am liebsten. Da kann ich echt alle möglichen Größen. Ich habe eine gute Quelle jetzt. Und alles legal und nichts, was ich irgendwo aus dem Wald hole oder so, das alles, obwohl es schon ein Teil Wald, aber alles, ich darf das, sagen wir so, ist alles abgeklärt. Hier liegt ja auch Totholz. So, also ihr habt jetzt alles gesehen, ihr könnt euch Gedenken machen, ich hätte Bock auf Freilandtomaten, so vom Gefühl her, aber ich werde mich dann nach euch richten. Und jetzt kommt das Oberding. Was auch immer hier reinkommt, ich habe vor, den Kram anzubauen und einem von euch da draußen, vielleicht auch mehreren, wenn genug bei rumkommt, die Möglichkeit bieten, das auch nach Hause zu bekommen. Also, ich möchte hier anbauen für euch. Lasst uns zusammen was rausfinden, was hier hin soll. Freilandtomaten, Erdbeeren, was weiß ich. Und dann können wir
ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Ernte machen. Ich werde das zusammentragen und alles, was sich verschicken lässt, werde ich in einen Karton packen oder in mehrere, je nachdem, wie sich das dann ergibt. Und dann kann ich jemanden oder mehrere Menschen irgendwie da draußen glücklich machen. Ich finde, das ist eine coole Sache. Und ich werde das natürlich auch begleiten. Das ist natürlich ein großes Special. Und ich hoffe, das ist was für euch. Gebt mal ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr da mitzieht. Also ich würde sehr gerne mit euch durchziehen, auf jeden Fall. Dann habe ich noch einiges zu erzählen, ehrlich gesagt. Suche ich mir mal ein Plätzchen, wo bin ich denn immer gewesen? Meine Bank wird langsam frei, das ist ja auch noch so ein bisschen Schandfleck hier. Also ich gehe natürlich nach Wichtigkeit, sagen für mal, wo ich jetzt letztendlich weitermache. Ich bleibe hier. Ich laufe weiter rum, ihr kennt mich so. Wo fange ich an? Der Oberknaller ist das ja. Diese Folge ist für mich sehr speziell, weil, und ich habe auch gewartet und ich wollte sie ordentlich machen. Und mit Energie, Elan und voller Herzblut, wie ihr mich eigentlich kennt, wenn ich gut drauf bin. Und ja, ich habe die 1000 Abonnenten geknackt vor kurzem. Ihr seid großartig, ihr seid großartige Zuschauer. Ich ziehe das jetzt durch, egal was der Wind macht. Ihr werdet mich schon verstehen. Das ist für mich ganz groß. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hatte einen Traum, eine Vision und verfolge das auch weiter. Und ich habe noch viel, viel mehr im Kopf, was ihr noch gar nicht wisst. Das habe ich mit ganz wenigen geteilt. Das ist keine 3 Leute, glaube ich. Und dann auch so verteilte Ideen. Egal. 1000 Abonnenten Special. Das ist mein 100. Video-Upload. Und aufgrund dessen ist es so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so, mein Kopf ist voll. Warte mal, ich hole mal wieder den Zettel raus. Vielleicht hilft ihr mir. Habt ihr die Hummel gehört? Hui. Also vor ein paar Wochen war das noch so, dass wenn man Hummeln sieht, denn es ist eine Hummelkönigin, die einen neuen Unterschlupf für ihre ganzen, ne, für den Nachwuchs. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich dachte gerade, die Aufnahme ist aus. Sieh es an. Okay, die Panik hat man manchmal so. Also, was habe ich hier stehen? Der Knaller, ja. Da taucht es auch auf. Abo-Special. Es ist nicht nur so, dass ich super dankbar bin, dass es ohne euch alles gar nicht funktionieren würde und ich auch sehr dankbar bin, dass ihr meine Videos so fleißig teilt, dass ihr da auch durchguckt und offen seid für meine Art, die Dinge anzugehen. Ich bin Individuum, jeder von euch da draußen ist Individuum und den Zug ignoriere ich auch. Und jeder von euch ist so besonders gut und toll, wie er ist. Und ich kann euch allen nur raten, folgt eurem Herzen, lasst euch nicht irgendwie Fesseln anlegen, probiert aus, findet euch selber, wenn ihr euch noch nicht gefunden habt. An die geht's natürlich. Schwimmt euch frei. Ich kann euch das nur raten. Ich selber war ein total geradlinig, perfekt, genauer Mensch. Das sieht man hier teilweise trotzdem. Aber ich habe mich davon gelöst und es hat mein Leben bereichert. Ich habe das mal erzählt, ich war beim Bund. Beim Bund bin ich Pazifist geworden. Jetzt sehe ich so aus, wie ich aussehe. Ich war übrigens 8 Jahre da. Und jetzt bin ich auf einem anderen Wege unterwegs. Und ich bin froh, dass ich viele alte Fesseln abgelegt habe und mit euch das alles so voranbringen kann. Also vielen Dank an euch da draußen. Deswegen möchte ich was zurückgeben. Und ich habe mir was überlegt, weil sich vorab auch ein bisschen was ergeben hat. Jetzt komme ich ins weil jetzt, oh Mann, das ist gar nicht so leicht. Ich bin so aufgeregt. Was haben wir denn? Da wollte ich mich doch ein bisschen informieren. Was haben wir denn? Ich habe hier noch was ganz Wichtiges. Ganz, 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 ganz Wichtiges. Also es gibt noch ein paar Ankündigungen. Ich habe was vor. Aber ich mache jetzt Folgendes. Und zwar habe ich festgestellt, das wusste ich gar nicht, dass dieses Problem besteht. Ich bin ja jemand, schon wieder eine Hummel. Boah, was ein Apparat. Das Ding war groß, das war bestimmt eine Königin, obwohl die haben sich bestimmt schon was gesucht. Wo wollte ich drauf hinaus? Ach so, viele von euch da draußen, ich habe auch, ich kann ja sehen, von wann bis wann das Alter geht, die Leute, die mir zuschauen, wer mich abonniert, nicht abonniert, so quasi so grob. Ich habe viele, viele Daten. Und ich habe das auch bei anderen YouTubern mitgekriegt. Ich bin ja nicht so der Typ, der immer sagt, hier Daumen nach oben und hier abonniert mich. Aber ganz ehrlich, das solltet ihr tun. Ich finde,
also nicht nur mich betreffend, dass es was ganz Wichtiges ist. Es ist eine, ja, es ist eine Werbeplattform, die Videos zur Verfügung stellt. So funktioniert dieses werbefinanziert, so funktioniert das Ganze. Aber es ist so, dass da Individuen hinterstecken, so wie ich. Und guckt euch die ganzen anderen Garten-YouTuber an oder was euch da draußen interessiert. Die machen das größtenteils umsonst. Ja? Und es ist auch nichts Verwerfliches daran, damit Geld zu verdienen. Das hat bei mir auch angefangen, aber für mich ist trotzdem alles real. Ich mache nur das, was meine Überzeugung ist, und wenn es meine Lebenssituation ein wenig verbessert, und ich habe ja nun nicht viel und mache aus wenig am meisten, aber wenn mein Leben ein bisschen komfortabler wird und ich mich einfach einen Ticken freier fühlen kann, was den finanziellen Druck angeht, durch dieses YouTube-Ding, dann ist das doch großartig. Da gibt es nichts. Es gibt ja so viele Meinungen da draußen. Oh, jetzt hält der irgendwas in die Kamera und so. Das soll doch jeder machen, wie er soll. Aber worauf ich hinaus wollte, bitte abonniert die Leute, die ihr seht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gebt einen Daumen. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr Videos guckt, nicht irgendwie überspringen oder so. Den Menschen hilft das am meisten, wenn man das wertschätzt und von Anfang bis Ende guckt. Ich habe das jetzt auch nochmal weitergetrieben für mich persönlich. Ich finde das auch wichtig, nochmal auf einem anderen Wege Geld zurückzugeben oder etwas zurückzugeben an die Menschen, die ich sehe. Ob das Rigotti ist, ob das irgendwelche Zero-Waste-Geschichtchen sind, ob das... Es gibt ja so viele verschiedene Kanäle, und ich muss sagen, man kriegt das umsonst. Und ja, man kann irgendwie dankbar sein, den Menschen vielleicht was schicken, einen Brief, einen Kommentar da lassen, das ist auch alles toll. Aber es ist unglaublich viel Arbeit, die dahinter steckt. Ich habe jetzt meine 100 Videos voll mit diesem. Ja, ich habe den Podcast und Trailer und so mit reingerechnet, aber es waren 100 Stück, und ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit drauf geht. Also für das 60-Sekunden-Video zum Beispiel habe ich viele Wochen gebraucht, viele, viele Stunden. Das war echt heftig. Ich habe mir nämlich alle eigenen Folgen nochmal angeguckt, weil ich es ja gut machen wollte. Und ja, ich finde, man sollte dankbar sein. Ich will euch gar nicht weiter vollhauen. Ich sage jetzt tatsächlich mal, bitte abonniert die Leute, schaut die Sachen bis zum Ende sein, liked das ist gut. Ihr dürft auch was disliken, wenn ihr das piep, piep, piep findet. Macht das, seid ehrlich. Und ich finde, ein bisschen Demut tut gut, Demut tut nicht weh, ist ja mein Spruch. Ihr kennt den ja aus dem einen oder anderen Video. Das werdet ihr auch nochmal wiederhören, weil ich das ganz, ganz wichtig ist. Und wer das Wort nicht kennt, sollte jetzt mal googeln, was das bedeutet. Das ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht weiß. Man kann sich ja... Oh Mann, ich kriege einen lahmen Arm. Aber wenn ich so viel rede, ist das ja kein Wunder. Also, bitte abonnieren. Nicht nur mich, auch die anderen Kanäle, die ihr anschaut. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr gar keinen Account habt, ihr könnt euch da registrieren. Das verlangt nicht viel Daten ab oder so. Die gebt ihr woanders auch an. Ganz normaler Prozess. Das Abonnement kostet kein Geld. Ach, das war der Irrtum. Das wollte ich noch sagen. Das wissen viele nicht. Es gibt viele Leute da draußen, die denken, das ist auch nicht schlimm, es steht das Wort abonnieren, das ist ja unglücklich gewählt, die denken, dass es damit verbunden ist, dass es Geld kostet. Die Abonnentengeschichte. Abonnenten. Es bedeutet nicht, dass ihr was bezahlen könnt. Ihr könnt umsonst abonnieren. Wenn ihr den Leuten danken wollt, registriert euch, schnappt euch eine E-Mail-Adresse und habt ihr die Möglichkeit, dort zu schreiben. Und das ist alles umsonst. Wenn ihr noch mehr zurückgeben wollt und die Möglichkeit habt, dann bitte schnappt euch das YouTube-Abonnement. Also sprich, ich persönlich, ich gehe voran. Ich habe nicht viel Geld, aber ich finde das total angebracht, sich bei YouTube eine Premium-Version zu holen. Das habe ich jetzt gemacht, und ich habe mich lange davor gedrückt, weil es hammer viel Geld ist in meinem Leben. Also wenn ich monatlich mein Konto belaste und nicht viel habe, ist es übel. Und ich kann das einfach nur empfehlen, macht das. Es kommt den Menschen zugute, die die YouTube-Kanäle betreiben, natürlich auch den Plattformbetreibern, gar keine Frage. Aber es hat alles positive Auswirkungen auf die Menschen, die hier, ich sag mal, kreativ, frei ihre Videos, sag ich mal, regelmäßig abliefern auf YouTube. Da steckt so viel Arbeit, so viel Liebe, so viel Selbstlosigkeit hinter, denn auf YouTube, und das wissen auch nicht viele, wird man gar nicht so reich. Also, was heißt nicht so reich? Also, die großen Gartenkanäle, die machen das nicht des Geldes wegen. Also ich habe ja zu den Leuten Kontakt. Klar, die freuen sich auch über einen Groschen mehr. Und das ist auch toll. Und da gibt es auch Affiliate-Links über Amazon und so weiter. Aber unterm Strich ist das einfach so,
dass das, was man reinsteckt, man überhaupt nicht rauskriegt. Also das ist einfach viel, viel, viel Arbeit. Also das Verhältnis stimmt einfach nicht. Also Leute, abonnieren, am besten Premium kaufen, am besten unbedingt eine E-Mail-Adresse erstellen. Ich finde das angebracht. Es muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde das angebracht, auf einer Ebene Dankbarkeit zu zeigen. Nicht nur mir gegenüber, einfach allen. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Scheiße, ich habe voll abgeschweift, aber so bin ich, das gehört zu mir. Gut, ich brauche meinen Zettel. Gut, wo war ich gerade? Ich war noch beim 1000 Abonnenten Special quasi. Eine Besonderheit. Und zwar, wenn man wächst, so wie ich auf dem Kanal und immer mehr Leute zu einem kommen, dann ist es auch so, dass auch anfangen Firmen auf einen zukommen, die gegen Gegenleistung dir was Gutes tun wollen. Also es ist eigentlich ein Dealengeschäft. Ist nicht verwerflich, soll jeder machen, wie er möchte. Ich persönlich kann das nicht. So, jetzt hat sich aber was ergeben und ich hoffe, ihr erkennt den Unterschied bei dem, was ich jetzt erzähle. Auf mich ist auch eine Firma auf mich zugekommen über Instagram. Und also ja, es ist eine Firma, aber es ist der Kontakt war voll geil. Also mir wurde eine Nachricht geschickt und es war eine persönliche Nachricht. Das war nicht hier so dieser typische Standardtext, den man als YouTuber kriegt und wo die Leute auch, also es gibt ja auch genug, die einen komplett verarschen, also die einfach nur wollen, dass du bei denen was kaufst. Als normaler Instagram-User kennt man das wahrscheinlich auch. Und ja, bei dieser Firma handelt sich das um eine Firma für Saatgut und die wollte mich unverbindlich, das heißt, sie wollten einfach nichts dafür haben. Es war freien Herzens, also ich denke schon, dass ich das fühlen und beurteilen kann. Die haben einfach, da steckt einfach so viel mehr hinter, dass ich da voll hinterstehe und sage so, das ist eine geile Firma. Und sie wollten nicht, dass ich sie pushe. Also sie haben nichts verlangt. Klar, hoffen tut jede Firma, wenn jemand die gut findet und bei YouTube die genannt werden oder so, die freuen sich ja. Aber da war keine Bedingung. Auf jeden Fall haben die mir mega viel Saatgut zukommen lassen. Ja, und das kommt übrigens gleich im Video. Habe ich mich dann auch mit deren Seite beschäftigt und habe ein richtig gutes Gefühl gekriegt. Ich habe auch noch telefoniert mit denen, mit einer Dame. Das ist eine Firma mit ganz, ganz wenig Mitarbeitern, also vor Ort. Ja, also es gibt ja Sachen, die outgesourced sind, aber alles regional nachhaltig. Und Nachhaltigkeit ist bei mir ja groß geschrieben. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Sache, wo ich sofort Blut geleckt habe. Die haben mich angesteckt. Die Seite, ich habe totale Schwierigkeiten auf Internetseiten, wenn die blöd gestaltet sind. Da habe ich einfach, ich habe generell Schwierigkeiten, da gehört mir zu meinen Handicaps. Ich kann da nicht sortieren, bin reizüberflutet, finde nicht, was ich will. Und ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Die haben richtig tolle Texte zu deren Saatgut drin. Die haben viele alte Sorten, die sie fördern wollen, die Leute nicht kennen, vergessen sind. Die landen bei mir auch im Garten. Und davon möchte ich euch einfach mal mehr zeigen. Was ist das denn hier? Guck mal, habe ich gerade einfach entdeckt. Ach, eine Eichel. Ich blöd. Krass. Witzig, könnte ich irgendwo einpflanzen. Egal. Was wollte ich denn jetzt? Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall, denke ich, von hier aus alles gesagt. Am besten, wir schalten gleich mal rüber. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Dann kommt jetzt ein Punkt natürlich. Ich muss oben rechts Werbung einblenden, auch wenn das freiwillige Geschichte ist. Ich hätte da noch Unterstützung oder so schreiben können. Aber ich möchte auf jeden Fall transparent sein. Ich habe euch alles erklärt. Ne, so handle ich und so werde ich auch weiter handeln. Aber es ist so, dass ich da voll hinterstehe. Und so, glaube ich, könnt ihr euch auch ganz gut fühlen und jeder für sich entscheiden, was er da möchte und nicht möchte. Also, einmal oben die Werbung eingeblendet für alles, was jetzt kommt. Gehen wir einmal zu mir in die Wohnung. Ich habe Post gekriegt, das Saatgut, das möchte ich euch zeigen. Und ihr solltet auf jeden Fall beibleiben, weil es gibt noch was für euch zu gewinnen. Ja, ach, das kann ich jetzt auch noch mal erzählen. Es ist so, dass ja, man hat mir bedingungslos Saatgut zukommen lassen. Ich werde euch noch ein bisschen mehr zeigen von der Firma, ein bisschen mehr erzählen. Ich möchte die freiwillig unterstützen. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich mache das völlig freiwillig. Das ist meine Entscheidung, weil ich voll hinter dem stehe, was die für mich verkörpern, was sie für mich für einen Eindruck machen, was ich da generell einfach für ein gutes Gefühl bei habe. Deswegen, das ist eine tolle Truppe. Den Kontakt, den ich hatte, auch wunderbar. Vielen Dank an dieser Stelle. Seid gegrüßt. Ihr macht das echt toll. Und ja, gibt es noch was zu erzählen?
Ich habe gesagt, es gibt eine Verlosung, dazu gleich aber mehr. Ich will euch erstmal wunderbares Saatgut vorstellen. Pflanzen, die ihr noch nicht kennt, das garantiere ich euch, dass da was zwischen ist. Und ja, da werden wir jetzt erstmal hinschalten und ab in meine Wohnung. Ich zeige euch das. Die Aufnahmen liegen ja schon, liegt schon ein bisschen zurück. Ich habe das ja schon alles in der Erde, da wächst ja schon. Aber durch meine Kreativblockade hat sich das jetzt alles verzogen. Ich bin froh, das heute hinzukriegen. So, ihr Lieben, das ist wahrscheinlich eine kurze Rückblende, denn das Video an sich werde ich später drehen, aber heute habe ich Post bekommen und ich möchte natürlich heute auspacken und nicht noch warten, bis das dann irgendwo mal losgehen kann mit dem Herrn. ja, deswegen seid ihr jetzt dabei. Ich habe schon mal aufgeschnitten und übrigens, das war das... Na, jetzt wird es draußen laut, damit müssen wir mal kurz mit leben. Sprengt mir die Aufnahme. Egal. Ich erzähle einfach mal weiter. Das war das Corpus Delicti. Ich habe mich am Finger verletzt. Das war ganz schön tief. Man sieht zum Glück nicht mehr viel, aber der Finger fühlt sich noch komisch an. War ja... Hab mir ganz unnötig in Finger geschnitten. Egal. Jetzt was anderes. Ich habe Post bekommen. Die Story dazu werde ich euch schon erzählt haben oder erzählen. Und bevor es jetzt richtig losgeht und damit ihr auch wisst, wovon ich da drin rede, möchte ich euch einen kleinen ersten Eindruck geben. Das ist die Startseite von Magic Garden Seeds und lest selber. Ich werde euch mal mit dem Bild und dem Text alleine lassen. Lest euch das mal durch und dann wisst ihr auch, wovon ich bisher geredet habe. Ich denke, das sollte reichen. Es geht jetzt weiter im Text. So, mal ein bisschen hingedreht, dass man das auch erkennen kann. Ja, drin ist Folgendes. Erstmal so von der Aufmachung finde ich das echt mega geil. Guckt euch das mal an. Das ist nochmal eine Karte, die habe ich dazu gekriegt. Mischkultur, ah, cooles Thema. Passt zum Tag. Habe ich mich heute mit beschäftigt. Oh, geil. Ja, perfekt. Das ist gerade so mein Gedankengang und Dinge, womit ich mich gerade auseinandersetze. Mischkultur, was passt zu was passt zu wem oder welches Pflänzchen zu welchem Pflänzchen? Hier ist eine Tabelle, mal so ein Beispiel Erdbeeren und ich suche mal Knoblauch, da ist bestimmt ein Haken. Dort. Ja, genau dort an der Stelle. Ja, super geil. das bringt mich weiter, weil ich natürlich überlege, wie ich meine Beete anlege und gewisse Sachen dürfen ja nicht nebeneinander, weil die sonst kreuzen oder andere Sachen ergänzen sich halt nicht und haben negative Auswirkungen und es gibt halt genug Sachen, die nebenbei nebeneinander super gut klarkommen und sich auch gegenseitig pushen. Ja, cool, das nehme ich mit. Das lege ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen aus. Machen wir mal Platz. Ja. Fürs Foto habe ich ein bisschen drapiert. Ich habe mich gerade bei Instagram gepostet, dass ich voller Vorfreude bin. Ja, was ist hier drin? Ich habe ganz tolle Sachen. Guckt euch mal das Design an. Das finde ich so geil. Die haben ja eine Künstlerin, die für die gemalt und gestaltet hat. Finde ich voll geil. Also ich habe ja ein Gestaltungsgen. Ich habe die Fachhochschulreife Gestaltung gemacht. Deswegen ist schon meine Ecke. Ich kann auch malen, aber es sieht dann eher anders aus. Hier, so wie hier. Ich glaube jedenfalls, dass ich malen kann. Naja, darum geht's nicht. Finde ich super geil. Jetzt frage ich mich gerade, wie ich das hier ausbreite. Wäre ja schöner... Naja, das Design ist halt, ich denke mal, überall gleich. Also auf jeden Fall so grob. Und dann mache ich einfach mal und teile mir das so auf. Hier könnt ihr sehen. Saatgut, geil. Buschtomate, Stew Pies. Oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Hat mega geile Eigenschaften. Guckt euch das mal an. Ich finde das mega geil, weil ich tue mich ein bisschen schwer, wenn mir irgendwie... Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also,
gerade mich so auf Internetseiten zurechtfinden und so weiter, das ist einfach bei denen viel, viel besser und hier führt sich das fort. Ich mag die Aufmachung, ist einfach, hier finde ich die Informationen, die ich brauche. Und bei anderen Saatgut-Geschichtchen, die ich so bisher kennengelernt habe, gibt es immer so Fragezeichen. Und hier fühle ich mich so richtig aufgehoben. Und ja, also ich mag die Art der Gestaltung und kann das nur unterschreiben. Da steckt so viel Liebe drin. Das habe ich von Anfang an gemerkt bei denen. Gut, was haben wir noch? Süßkraut. Süßkraut habe ich gekriegt. Dann haben wir hier Stangensellerie. Dann haben wir Waldmeister. Ihr merkt, das sind, es fängt schon an mit nicht so gängigen Namen, Namen, die man natürlich schon mal gehört hat, aber spricht für das seltene und alte Saatgut, was es bei Magic Garden Seeds zu finden gibt. Und ja, kann ich nur empfehlen. Also ich habe schon den einen oder anderen privat angesteckt und ich kann das auch nur aus Überzeugung. Ich könnte mich ja nicht verbiegen, deswegen... ich bin Feuer und Flamme, wie ihr merkt. Deswegen labere ich auch so viel, sonst wäre ich jetzt ziemlich wortkarg. So, was haben wir hier? Tomate Berner Rose. Oh, ich weiß nicht, wie das bei dieser war. Ich habe auf jeden Fall Tomaten zugeschickt. Oh, ich kriege langsam langen Arm, lahmen Arm hier. Ich glaube, ich muss mal die Seiten wechseln. Oh. Oh, Fingerübung. So, also, ich werde mal ein bisschen besser sortieren hier. Lars kann labern und kommt nicht zum Punkt hier. Ey, das gibt's nicht. So, das ist einmal die Buschtomate, haben wir angesprochen. Denn Berner Rose ist eine ganz große. Ich kann euch so jetzt keine Bilder zeigen, ist nicht dabei. Am besten ihr bleibt dran in meiner Doku-Serie und dann werdet ihr das halt irgendwann mal erfahren. Die anderen Sachen lasse ich jetzt mal so liegen. Gut, wie geht's weiter? Wir haben... Ich mache mal ein bisschen mehr Schlag auf Schlag jetzt. Echter Salbei. Wir haben Knollenfenchel. Wir haben chinesischen Schnittlauch. Wir haben die Schachbrettblume. Also sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Das ist wirklich so ein, ich glaube, violett-lila hier, ja, ein Schachmuster-Design auf der Blume selber. Das ist echt schräg. Blumen werde ich mal hier hinpacken. War hier schon was zwischen mit Blumen. Jetzt bin ich ein bisschen, ich habe ja hier Weißkraut. Die haben jetzt hier so ein bisschen nach Farben. Ich mache das jetzt auch erstmal so. Sortieren kann ich immer noch. Gut, dann haben wir hier Gotu-Cola. Ja, witzig. Ach, ja, geil. Ne? Jetzt werde ich das erst gemerkt haben, aber gehört ja mit dazu. Ich darf ja von der Seite von Magic Garden Seeds ein paar Bilder rauskopieren. Von wegen Urheberrechtsgeschichten und so ist das ja gar nicht so einfach, Videos zu drehen und irgendwas mal zu zeigen, weil man halt nicht irgendwie auf Google geht und irgendwelche Bilder rauskopiert. Das darf man einfach nicht. Also und sie verwendet, so wie ich dann in einem Video. Aber ich werde die mal alle rausgesucht haben, die Sachen, und zwischendurch mal ein Bild einblenden für ein paar Sekunden, dass ihr das auf jeden Fall ein bisschen zuordnen könnt. Also das solltet ihr alles mal gehört und gesehen haben. Also ich könnte mich da echt stundenlang mit auseinandersetzen. Hier haben wir echte Kamille. Ich wollte ja Schlag auf Schlag machen. Oh, das Päckchen sieht ein bisschen anders aus. Das lasse ich jetzt mal. Gartenmelde rot. Palerbse. Oh, da freue ich mich. Ich bin so ein Erbsen-Fan. Gemeiner Lein, Flachs. Das hat noch andere Gründe. Ich meine, da kann man sich sogar, also ganz viel so Seile und ich glaube, man kann auch ja, Klamotten herstellen. Ich meine, das hat alles
ganz tolle, also da freue ich mich richtig drauf, weil da kann man noch weiter kreativ basteln quasi. Das passt ja voll zu mir. So, das legen wir mal hier hin. Dann haben wir hier echten Lavendel. Dann haben wir hier violette Artischocke, super geil. Gummiband, legen wir mal zur Seite. Denn gelbe Cocktailtomate Mirabelle. Das ist bestimmt Freiland geeignet. Also ich habe auf jeden Fall Freilandsorten dabei. Einiges hier bestimmt auch. Freiland und zwar die Cocktailtomate Zaubertraube. Hat ja totalen Vorteil. Ich habe zwar Tomaten letztes Jahr. Es wird echt anstrengend. Meine rechte Hand ist heute nicht gut im Durchhalten. Auf jeden Fall, wir brauchen kein Tomatendach mehr. Die sind viel resistenter und haben nicht so die Probleme mit Regen. Und oft haben die auch. Ich habe da ganz viel gelesen. Ich habe mir alles durchgelesen auf deren Seiten. Da gibt es einfach auch Fäule und irgendwelche Resistenzen halt gegen diese typischen Tomatenkrankheiten. Also die sind halt robuster. So, was haben wir hier? Schlangenhaargurke. Weil Gurke fehlt mir ja noch. So. Oh, das ist wie Weihnachten. Ah. So, Tomate Cream Sausage. Haben sie auch noch nicht lange im Sortiment. Finde ich auch super. Mal gucken, ist das auch eine Freilandtomate? Ich weiß das gerade gar nicht. Brauchen viel Sonne, Dünger. Bring ich nochmal in Erfahrung. Werde ich auf jeden Fall erfahren. Was haben wir hier? Afrikanisches Löwenohr. Sieht super geil aus. Achso, Karte nicht. Komisch. Doch, jetzt machen wir mal hier mal einen Haufen bei der Karte mit den Blärmis, mit den Blumen. Ne, kann ich nicht, das mache ich gleich. Was haben wir hier? Moschus-Erdbeere. Super geil. Ich bin gespannt, wie das alles schmeckt. Und alles ausprobieren. Die weiße Erdbeere. Passt ja wunderbar zusammen. Was haben wir hier? Goji-Beere, Boxdorn. Super geil. Also ich kann mir Goji-Beere anziehen. Ich liebe Goji-Beeren. Goji-Beeren sind einfach so geil. Super, lege ich jetzt erstmal da ab. So, was haben wir hier? Wenn ich durch die Kamera gucken auf den Beutel, dann sehe ich das auch gleich, dass ich das falsch rumhalte. Hier haben wir die frühe Freilandtomate, Martina. Ach, dann stand das da vielleicht auch. Nee, egal. Spielt keine Rolle. Nächste Tomate. Pfirsichtomate. Auch, ihr wisst, ich bin so Fanat auf Tomaten. Also ich und Saatgut, das ist wie Schatz. Für mich hat das ein ganz geiles Feeling. Ich denke mal, dem einen oder anderen draußen geht das ganz genauso. Mann, ich kriege Rückenschmerzen. Ich muss echt zum Sport wieder. So. Ja, super. Ach ja, so geil. So, nächste Fleischtomate, weiße Schönheit. Ist das auch eine Freiland? Hier steht es nicht drauf. Macht nichts. Ich habe ja auch nicht Freilandsorten dazwischen. Ich schätze mal, das ist so, alle Freiland sind gekennzeichnet und die Nicht-Freiland-Tomaten, da macht man es halt nicht. Also so würde ich auf jeden Fall vorgehen. So, wieder wechseln. Ich kriege hier echt einen Krampf mit den Händen. Ne? Ich kann auch keine Pause machen. Ich ziehe das jetzt durch. So, was haben wir hier? Guacamelon, mexikanische Mini-Gurke. Also, da freue ich mich auch drauf. Geil zum Snacken. Also ich mag das sowieso, im Garten rumzugehen und irgendwie hier und da zu naschen. Das habe ich sogar die letzte Zeit ganz oft. Radieschen wachsen ja glücklicherweise bei mir. Eine rote Beete kann ich auch nochmal rausfischen. So, egal. Schmeiße ich mal irgendwo hin? Nee, schmeiße nicht. Liebevoll ablegen. Dann haben wir hier noch, was haben wir hier? Die Tomate Andenhorn.
an dieser Stelle auf jeden Fall mal vielen Dank an Jen und ihren Gärtner vom Gartengemüsekiosk. Dieses Bild, was ihr gerade seht von der Andenhorn, die stammt von deren Kanal, aus deren Video, auch einer der letzten, die ganz tolle Videos gemacht, müsst ihr auch reingucken. Die haben übrigens auch tolle Saatgut, mal so nebenbei. An dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ich habe sie gefragt, ob ich noch Bilder nehmen kann, weil es gab noch ein paar Lücken bei den Sachen, die ich euch vorstellen wollte. Und da hat sie mir weitergeholfen und unterm Strich habe ich jetzt alles, um euch alle Sachen vorstellen zu können. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ich blende auch mal oben rechts nochmal deren Kanal ein. Danke, Jen. Und ich bin schon ganz gespannt, wie die Andenhorn und die goldene Zarin schmeckt. Echt, also da bin ich schon ganz wild drauf. Die sind ganz kostbar. Okay, zurück zum Thema. Da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal Bio-Saatgut. Ich habe ja ein paar Körnchen gekriegt von Jen vom Gartengemüsekiosk. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich bin hammer happy. Wo sind sie denn? Da kann ich mal kurz gucken gehen. Die lege ich erstmal ab zu den Tomaten. Und zwar hier. Ich habe ja so ein bisschen vorziehen. Hier ist so eine Ecke und eine von denen. Ich glaube, das ja. Da. Ja, das sieht gut aus. Andenhorn. Hier haben wir die goldene Zarin. Wie ihr seht, ganz kostbar. Ich habe ein paar Samen abgekriegt gehabt und versuche da mein Glück. Drückt mir die Daumen, dass ich die durchkriege. Habe übrigens hier auch ganz toll. Ne? Also, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Ich mache jetzt einfach mal neugierig. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Die... wie spricht man es denn aus? Turkmenische oder Türkmenisch? Turkmenische, so spreche ich es jetzt einfach mal aus. Fleischtomate oder, ach, das war auch schon so ein komischer Name, den ich nicht aussprechen konnte im Internet. Auf jeden Fall eine Fleischtomate. Zack. Ihr seht, es gibt ein Ungleichgewicht. Boah, das ist so viel und ich feiere das. So, und hier habe ich was, da bin ich auch ganz frisch drauf aufmerksam geworden. Also ich habe das schon mal öfter an Bildern gesehen. Oh, ich glaube, ich gehe mal in die Knie, ich kann nicht mehr stehen. So, oh. So. Das ist hier der Wasserspinat. Und da gibt es ein, oh Gott, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber ich werde ihn jetzt mal einblenden irgendwie. Das habe ich bestimmt rausgefunden. Wasserspinat, Königin, ich weiß nicht, ob die aus Hamburg kommt oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall jemand, der sich richtig auskennt und ich will das auch ausprobieren. Also ich habe da Blut geleckt, ich finde es voll geil, das Thema. Ja, so, haben wir liegen, lassen wir liegen. Was haben wir hier? Tomate, Gartenperle. Oh, ich fange an, immer mehr zu zittern. Ich mache gleich mal eine Pause. So, hier noch eine. Komm, da schauen wir noch die letzten. Was haben wir hier? Chinesischer Sellerie. Kinzai. Dann haben wir hier noch eine Buschtomate. Ida Gold. Oh. Das werde ich tattrig hier. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich stelle mich wieder hin. Au. Ich jammer gerade, ne? Ja, so ist das. Ich habe das Gefühl, ich werde alt. Habe ja auch fast die 40 erreicht. So. Was ist das denn hier? Oh, jetzt bringe ich ja was durcheinander. Madeleine, guck mal. Das ist jetzt ein Insider. Den ziehe ich jetzt einfach mal durch. Was haben wir denn? Schlangenhaargurke, Schachbrettblume. Hier, afrikanisches Löwenöhr. Wir hatten ja geschnitten. geschrieben. Und ich dachte, das wäre ein und das Gleiche gewesen. Da muss ich mich nochmal in. Ja, keine Ahnung, was ich mir da ausgesucht habe. Ich werde es euch ja schon eingeblendet haben. Ich rede sie jetzt gerade mal weiter. Und gucke mir das dann im Nachhinein ein. Ja. Okay, da von der Farbe her. Cool, sowas mag ich. Geil, haben sie mir noch so einen Aussaatpflege. Growing from Seed. Oh, geil. Das ist gut. Das gefällt mir. Zum Stöbern. Oh, guckt euch das an. Steckt da nicht Liebe drin? Ich finde das voll geil. Design. Oh, hier. Nennt man das Illustration? Ich weiß es gar nicht. Sieht voll schick aus. Also wer auch immer das gezeichnet hat,
Also ich weiß ja, dass es eine bestimmte Person gezeichnet hat, aber echt toll, gefällt mir richtig gut. So, die packe ich aber jetzt nochmal zurück. Und dann haben wir hier noch eins. Tada, tada, tada. Na, wird es noch eine Tomate oder was wird das? Ein roter Maya. Okay. Roter Maya habe ich hier noch. Ich glaube, das war auch noch eine Spinatform, wenn ich mich nicht irre. Ja, während ich hier rumrätsel, wisst ihr das natürlich schon. So, und ich räume hier mal auf, ein bisschen Überblick und dann gehen wir nochmal durch, so grob. Ich habe dir jetzt mal aufgeräumt, sortiert. Fotos für Instagram habe ich gerade auch jede Menge rausgejagt, sodass ich das hier fast vergessen habe, weiter zu filmen. Also, wie schon gezeigt, die Karten, die Heftchen, das hier oben sind alles Tomaten. Dann haben wir hier halt so Sachen: Kamille, Lavendel, Salbei, hier ein bisschen Schnittlauch, Waldmeister, Süßkraut und dann halt ja, von Spinat, Gurken, Sellerie, ja, Erbsen, Erdbeeren, bis hin zu, achso, hier, das habe ich vorhin umgedreht noch, das Foto. Artischocke, ja, und dann haben wir da nochmal zwei Blärmis auf jeden Fall. Und ein bisschen was Unbekanntes habe ich euch schon gezeigt. Per Bild, Anhang. Ja. Gut, das war der Rückblick. Dann geht's mal zurück in den anderen Videoschnitt. Von hier bin ich erstmal raus. Tschüss, tschüss. Also, zur Verlosung. Ihr habt gerade das Saatgut gesehen, was ich habe. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden. Ich habe euch auch bestimmt ein bisschen mehr noch gezeigt. Es gibt ein paar Aufnahmen, die mache ich in der Zukunft, deswegen weiß ich die noch nicht, muss ich ja gestehen. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr in die Kamera zu gucken, damit ich meinen Faden behalte. Ich habe für euch zwei Gutscheine. Ich hab mit der Firma geredet, ich habe denen erzählt, was meine Situation ist. Und die wollten mich ja unterstützen. Und ich habe noch gefragt, ob sie Bock hätten, weil ich finde, dass das, was sie da haben, das müsst ihr einfach kennenlernen, sehen und vielleicht zu Hause haben, indem ihr jetzt was gewinnt. Was gibt's für euch? Ich habe mit denen geredet. Wir wollten erst was Spezielles aussuchen, haben aber dann gesagt, wir nehmen einen Gutschein, über 30 Euro für euch, 30 Euro Gutschein und gleich zwei Leute können das gewinnen. Ich wollte das erst splitten zwischen YouTube und Instagram, weil ne, irgendwelche, dass die Leute hin und her finden, das ist ja auch gut für mich oder für uns alle letztendlich. Es geht ja um die Nachhaltigkeit, auch um mich natürlich, klar. Wäre schlimm, wenn ich komplett mich aufgeben würde für meine ganze Umwelt. Ich brauche ja ein eigenständiges Leben. Also, 30 Euro Gutscheine, 2 an der Zahl. Wie könnt ihr gewinnen? Kommentiert unter meinem Video. Und ihr seid automatisch dabei. Egal wie euer Kommentar aussieht, ihr nehmt teil. Einfach nur kommentieren, unten runterschreiben. Ihr könnt doppelt und dreifach schreiben, wie ihr wollt. Am Ende zählt trotzdem nur eins, ein Kommentar. Dafür werde ich dann den Random Comment Picker nehmen. Und ich sag mal, was haben wir jetzt heute für ein Datum? Wir müssten roundabout den 3. oder 4. April haben. Ich mache das jetzt mal bis zum, weil ihr sollt ja auch noch gut vom Saatgut haben und jetzt noch was aussehen und ausprobieren. Ich würde sagen, was machen wir denn jetzt? Ich habe mir echt noch keine Gedanken mehr. 3., 4., Donnerstag. Kommentarschluss, Teilnahmeschluss ist nächste Woche. Ich gebe euch eine Woche Zeit. Nächste Woche Freitag. Sprich, der 9. oder 10. ist das. 10., 11. Ach, ich weiß das gerade nicht aus dem Kopf. Nächste Woche Freitag, kommende Woche Freitag. Der zweite Freitag im April. Das wird dann der Kommentarschluss sein. Ich sage jetzt mal mittags um 12 Uhr Schluss. Dann habe ich noch Handlungsspielraum. Und dann werde ich das zeitnah auswerten. Vielleicht mache ich gleich ein Video. Vielleicht mache ich eine kurze Ankündigung. Gucken, wie ich das einbaue. Dass sie natürlich da draußen die Gewinner ganz schnell auch ihre Gutscheine kriegen und bestellen können, stöbern können. Ja. Ansonsten kann ich sagen, guckt auf diese Seite, die sind toll. Ihr würdet das selber entdecken, egal was ich gerade gesagt habe. Macht die Augen auf, ihr werdet merken, eine ganz tolle Seite, richtig schön gestaltet. Die haben tolle Künstler am Start, die haben tolle Blogger am Start, die haben tolle YouTuber am Start, wie mich. Vlogger heißt das dann, glaube ich. Ja, und das ist eine ganz tolle Sache, stehe ich voll hinter.
guckt euch das an, die möchte ich fördern. Tolle Truppe, regional, keine langen Lieferwege oder so, wo sie irgendwie aus Fernost oder so irgendwie Saatgut holen, sondern das wird alles regional gemacht. Unterstützt die. Wir brauchen regionale Unterstützung, damit wir einfach nachhaltiger auf diesem Planeten leben können. Und das ist ein kleiner Teil. Wäre toll, wenn ihr mich unterstützt, Magic Garden Seeds zu unterstützen. Gut, wie ihr merkt, es ist mega viel. Ich bin auch noch nicht fertig. Es gibt... Ich gucke viel zur Seite, das hilft mir bei der Konzentration manchmal. Das ist so eine Angelegenheit. Also, es ist so, dass... Mann, die wollen mich hier heute. Hier, falsche Klamotten gewählt. Also, es ist so. In Erftstadt ist im nächsten Monat, das liegt bei Köln, das Garten-YouTuber-Treffen. Ich werde dabei sein. Ich werde mit meinem Klapprad, denke ich, kommen. Und ja, guck mal da. Wer sie noch nicht kennt aus meinen Videos, die sind da ja gerade fleißig, Momo und der Thomas, da wird es auch gerne mal lauter. Ich werde in Erftstadt sein am 19. Mai, dort könnt ihr mich erwarten. Es werden andere Garten-YouTuber da sein, es wird super viele Stände geben, dann machen wir ein paar gemeinsame Stände. Ist übrigens nicht der gleiche Platz wie im letzten Jahr, ist das zweite Garten-YouTuber-Treffen, da wird es andere Plätze geben. Aber ja, ich werde da sein, ich werde keinen Stand haben, ich werde wohl mobil sein, da irgendwo auf dem Gelände rumeiern. Ich glaube, es gab auch eine Garten-YouTuber-Lounge oder so, ich weiß auch nicht, was die da noch alles vorhaben. Der Sascha von Selfbio hat das ja, Mann, hier sind überall Tiere, hat das ja organisiert. Vielen Dank an dieser Stelle, werde ich dir aber noch persönlich sagen, ist ja ganz groß für uns alle. Und ich bin so aufgeregt. Ich werde so viele tolle Menschen kennenlernen, die ich über Videos kenne. Tolle Menschen kennenlernen, die vielleicht bei mir kommentiert haben, die mich sehen. Wenn nicht, ich bin jetzt nur keine Berühmtheit oder so. Ich rechne mal erstmal damit, dass das passieren kann, dass mich irgendwer anspricht. Aber alles andere schreibt das Leben. Also das kann man gar nicht beeinflussen. Ich bin mal offen für das, was kommt. Okay, also Erftstadt abgehakt. Abonniert meinen Kanal. Die ganzen Specials auf meinem Zettel habe ich, glaube ich, jetzt mal alle weg. Auf jeden Fall, ich bin super begeistert von euch. Ich möchte was zurückgeben. Jetzt habe ich ja noch was vergessen, Leute. Ich habe was vergessen. Bleibt noch mal dran eine Runde. Und zwar, ich kann ja viel sabbeln, wisst ihr ja. Ne? Ich versuche jetzt auch schnell auf den Punkt zu kommen. Liebe Leute, ihr habt über meinen Kanal schon kennengelernt. Natürliches Leben ist ein anderer Kanal. Ich blende euch das auch gleich mal oben rechts rein. Könnt ihr mal stöbern, mal gucken, ob das was für euch ist. Ich finde die Dufte, die haben verschiedene Themen. Haben sich jetzt auch, das sind keine Garten-YouTuber, auch wenn die Gartensachen machen. Haben halt auf allen Ebenen Ernährungs- und da gibt es einfach super, super viel Bereicherndes. Und jeder kann sich herausfischen, was er mag. Übrigens auch zu meinem Kanal, ihr müsst nicht immer alles gucken. Ne? Ich erwarte nicht, dass ihr jede Folge guckt oder so. Ne? Überhaupt nicht. Fühlt euch frei. Es muss euch nicht alles gefallen. Aber ich denke, für jeden ist irgendwie was dabei. Und es gibt irgendwas, was euch kitzeln könnte. Dran zu bleiben. Ja, also natürliches Leben. Ich will es auf den Punkt bringen noch, denn das wird eine kleine Ankündigung, die ich nicht vergessen darf. Schöne Grüße an euch zwei an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr schaut zu oder wann auch immer ihr das schafft. Mit euch da draußen und für euch Zuschauer, wir gehen in eine Kooperation. Wir wollen ein bisschen was zusammen machen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Das wird auch anders sein als das, was ich bisher mache. Aber ich bin immer noch ich und die sind immer noch die und Miriam und Willi, Moritz im Hintergrund. Und da könnt ihr auf jeden Fall auf einiges gespannt sein. Wir werden Sachen durchleuchten. Es geht ums Thema Ökobilanz. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil ich möchte das gar nicht einengen. Vielleicht wird es Ökobilanz auch gar nicht, aber ich denke, das wird es werden. Das ist nämlich schon nahe im Kopf bei mir, den ich nicht loswerde. Also seid gespannt, bleibt dran, euch erwartet einiges auf dem Kanal und ihr werdet noch neue tolle Menschen kennenlernen. Und seid bitte dabei, begleitet mich, unterstützt uns in unserer Mission. Wir haben auf jeden Fall eine Vision und einen Traum. Uns geht es ums Allgemeinwohl in dieser Gesellschaft, auf diesem Planeten, um die Natur. Das ist unser höchstes Gut und dafür setzen wir uns ein. Ich hoffe, ihr haltet uns die Treue und seid gespannt, was dann da in Zukunft kommt. Gut, das war's von hier. Ihr hört die Vögel, es ist wunderschön hier, es macht richtig Spaß. Jetzt kommen die dunklen Wolken, geil, fürs Video habe ich noch die Sonne gekriegt. Jetzt haut sie ab, okay. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ihr bleibt mir treu, bitte abonniert mich, liked mich. Alle anderen, die ihr mögt, auch unterstützt die YouTuber. Die brauchen alle Unterstützung. Und
wenn es der Sache noch dient, dem Thema, dass wenn Menschen mit irgendwas angesteckt werden und so weiter, das könnt ihr damit unterstützen. Macht das mal. Also es ist echt gut. Ich mache das. Ich habe Premium. Ich unterstütze die Leute. Ich abonniere, ich like, ich dislike auch. Und ihr könnt offen und ehrlich das Ding benutzen. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden und sage danke fürs Zusehen. Und bitte seid nächstes Mal wieder mit dabei. Viel Glück und Spaß bei der Verlosung. Tschüss, euer Lars. Ich bin raus.